So, die alten Bekannten von mir werden ja wissen, ich helfe euch gern weiter. Genauso werde ich es auch bei FIFA machen. Hier geht es jetzt um den Spieler Pucki. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Karte genau heißt, aber wie gesagt, hier seht ihr schon die Preise derzeit, wie viel die SBC kostet. Das ist aber die allergünstigste Variante. Das Problem ist, ich suche euch immer raus die günstigste Variante, gerade in dem Moment, wo ich die Aufnahme mache und wo man keine Loyalität braucht. Also bei mir braucht ihr keine Loyalität. Ich hasse dieses Wort. Heißt, wenn du den Spieler gezogen hast, hat er einen Chemiepunkt mehr. Oder wenn du die 10 Spiele mit dem Spieler gemacht hast. Also das machen wir definitiv nicht. Ich gebe euch immer eine Lösung. Einfach Transfermarkt gehen, kaufen, einfügen, abschicken. Belohnung bekommen. Also so werde ich jede Lösung machen. Außer wenn es gar keine andere Lösung gibt, dann werde ich natürlich gucken, dass ich für euch eine andere Lösung irgendwie finde. Ich versuche auch Silberspieler außen vor zu lassen. Bronzespieler wird man eigentlich in der Regel immer ein bisschen snipen können mit bisschen Geduld. Aber das werdet ihr schon dann selber sehen. So, jetzt fragt euch bestimmt unten, was ist das mit dem Paysafe-Code? Dazu habe ich ein Video unten in der Videobeschreibung. Ich stelle mich da einmal vor und erkläre auch, wie man den Code knacken kann. Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl derzeit hinzu. Was bedeutet, sobald wir 300 Abonnenten haben, kommt die vierte Zahl hinzu. Und für all die, die meinen, es wäre fake, fragt die zwei Leute, die ihn gewonnen haben. Einmal Use Creator Code und Jan C, die haben den Code nämlich schon geknackt. In dem Sinne würde ich sagen, reicht das auch erstmal dazu. Wie gesagt, wenn du mehr davon sehen willst, guck einfach mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Und jetzt geht es erstmal um Pucki. Also, er ist Stürmer. Was kann er und schießen? Finishen 90. Positionieren an sich 94. Schusspower nur 84. Dribbling an sich, ja, aber für einen Stürmer so viel Dribbling braucht man eigentlich nicht. Ich kenne es von Alcacer, da brauchst du nicht mehr so viel Dribbling. Tempo mit 84 ist auch vollkommen in Ordnung. Problem ist halt natürlich, skilltechnisch kannst du mit dem nichts reißen. 3 Sterne Fuß und 3 Sterne schwacher Fuß, von daher. Man muss ihn einfach mal ausprobieren. Ich meine, 30k, das Problem ist einfach, wer hat jetzt die 30k? Also auf der PlayStation, die meisten haben das Spiel noch nicht mal. Ich bin auf dem PC tätig, deshalb wundert euch nicht, dass ich generell was von FIFA hochlade, ist alles PC bezogen, außer halt die Squads, also die SBC-Lösungen, die sage ich halt immer, wie man hier sieht, alle drei Preise sind direkt nebeneinander, deshalb erstmal die Lösung. So, dann haben wir einmal, ich gehe hier gerade nochmal selber drauf, aktive Challenges. So, da haben wir ihn. Warte mal. So lädt das jetzt hier nicht. So, das ist einmal er. Und da habe ich nämlich schon rausgesucht hier die erste Lösung für 13,8. Ich gucke gerade nochmal. Ist für 14,3. Ich meine, die meisten von euch werden halt auf der PlayStation sein. Ist mir bekannt und bewusst. So, dann gehen wir mal hin. Aber der hat doch. Wie kann er denn 10 Chemie haben? Ah, doch, ist möglich. Also, hier im Sturm haben wir Balotelli für 950 Coins. Ich gehe jetzt immer von den PlayStation-Preisen aus, weil zu 80% sind alle auf der PlayStation. Ich eigentlich auch, aber durch Videos aufnehmen und so. Es ist für mich persönlich einfach besser, auf dem PC alles zu machen. So habe ich alles aus einer Hand. Also wie gesagt, Balotelli im Sturm. Dann Zapata, der kostet 1,1. Dann Barella für 800. Dann haben wir Basela für 900. Beklir für 1700. Dann Juan Mata für 1300. Der Smalling, ach, da sieht ja richtig frisch aus, für 950. Dann der Izzo für auch 950. Sirigu für 3K. Dann haben wir Caldara, oh, diese Werbung, bei 850 Coins und Pau Lopez für 1,8. Ich werde jetzt hier auch noch mal gerade, warte mal, hier war das doch zum Refreshen, sieht der 14.000. Immer noch bei 14,3
Und ich weiß gar nicht, ne, seht ihr nicht, wir haben jetzt genau 20 Uhr, Montag, also alles aktuell. Wenn nicht, müsst ihr halt eventuell selber bei Foodbin nachgucken, aber das hier ist halt einfach ein Lösungsvorschlag ohne Loyalität, easy kaufen, bisschen snipen, ihr werdet es mit Sicherheit günstiger bekommen, wenn ihr ein bisschen sniped. Also den Tipp kann ich euch halt immer geben. So, dann haben wir hier die zweite Aufgabe, wo man 82er Team braucht. Da habe ich euch das hier rausgesucht. Kostet gerade 13,6. Bei mir auf dem PC 13,9. Auf der Xbox. Warum die Xbox an sich teurer ist, frage ich mich eh gerade. Aber kurz zu den Spielern. Joaquin vorne links für 900k. George Molina für 700. Pedro Leo für 900. Für Santi Cazorla müsst ihr 1,3 hinblechen. Für Ilarimendi 2,3. Für Pablo Sarabia 2,1. Dann haben wir den lieben Arnautovic. Da sind wir bei 950. Dann haben wir Caldara für 850. Viviano für 1,4. De Rossi für 950. Und Perrin für 1000. So, wenn ihr die dann auch abgegeben habt, werdet ihr den lieben Pucki haben. Ich gehe gerade nochmal auf den Spieler drauf. Wie gesagt, der Spieler ist, denke ich mal, schon spielbar, aber für die Coins werdet ihr eigentlich jetzt direkt mit am Anfang in meinen Augen bessere Spieler kriegen. Würde ich jetzt einfach behaupten. Aber natürlich ist natürlich direkt ein Aushängeschild, wenn so einer in der Mannschaft ist. Ich meine, er kostet nicht viel, von daher viel kann man da eigentlich nicht verkehrt machen. So, wir refreshen nochmal ganz schnell. Ja, das jetzt wieder auf 13,8 hoch. 13,8, 13,9 sind bam, rechnen, 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 27,7. So, ich hoffe, ich konnte euch damit halt helfen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie was Bestimmtes sehen wollt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich suche nach einer Lösung. Ich werde aber nach und nach jetzt alles hochladen, was die SBCs allgemein betrifft, so dass ihr schnellstmöglich die Lösung habt und auch die Preise. Klar, es gibt günstigere Varianten, ist ganz klar. Wenn ihr natürlich Spieler habt, guckt immer, ob ihr schon untradable Spieler habt und tauscht die vielleicht ein. Weil ihr werdet, ich habe selber jetzt gemerkt, ich spiele jetzt seit 2 Tagen, ich habe jetzt schon 140 Spieler und davon sind 100 Stück schon untradable. Also, wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht, nur so als kleines Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abo da lassen. Wie gesagt, ihr helft euch, ihr kriegt schneller die Zahlen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß.